Moin! Wenn ihr denkt, ihr habt was in den Augen und sagt euch, ihr habt doch schon ein Video über diese Teile gemacht. Ja, haben wir auch. Es geht aber heute nicht um diese drei Ladegeräte, sondern um den richtig fetten, großen Alleskönner-Bruder von denen. Viel Spaß beim Anschauen. Ja, wie eben schon gesagt, wir haben euch über die drei ja schon ein bisschen was erzählt. Heute geht es um den fetten Bruder davon, und zwar unseren ProCharger 10.000. Das Ding ist ein Alleskönner. Im Grunde genommen könnt ihr euch alle drei Ladegeräte sparen, weil hiermit könnt ihr alles machen, was mit Motorrädern zu tun hat und Batterien und mit Autos, Motorbooten, irgendwelche Aufsitzrasenmäher, keine Ahnung, alles, wo eine Batterie im Grunde genommen drin ist. Na gut, einen Panzer würde ich damit vielleicht nicht machen, aber ja, das Ding kann alles. Und heute gehen wir mal ein bisschen drauf ein und möchten euch ein bisschen was über dieses Ladegerät auch erzählen. Ja, welche Batterietypen könnt ihr damit laden? Ihr könnt stinknormale Bleisäurebatterien damit laden, ihr könnt Fließbatterien damit laden, ihr könnt AGM-Batterien damit laden, ihr könnt Reinblei laden, ihr könnt G-Laden, ihr könnt Lithium-Batterien sogar damit laden. Und das Ding ist CAN-Bus-fähig, das auf jeden Fall auch. Und es hat natürlich auch eine Erhaltungsladefunktion. Ganz wichtiger Tipp, weil wir das immer wieder gehört haben, ihr seht auf dem Gerät nicht, dass es im Erhaltungslademodus ist. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das heißt nicht, dass es das nicht kann. Es macht es einfach, ohne dass es euch das anzeigt. Ganz, ganz wichtiger Punkt auf jeden Fall. Ja, dieses Ladegerät kann von 1500 mA bis 10.000 sogar laden. Das heißt, es ist auch wieder ein intelligentes Ladegerät. Es erkennt, was habe ich denn überhaupt für eine Batterie vor mir. Dementsprechend lade ich das auch schon, das Ganze. Und ja, wie schon erwähnt, kleine Batterien können damit geladen werden, genauso wie große Batterien. Ein wichtiger Punkt ist auch nochmal, schaut unbedingt nach, wenn ihr jetzt ein CAN-Bus-System habt, denkt immer dran, dieses CAN-Bus-System, das schützt ja die ganze Elektronik bei euch in den Fahrzeugen, wenn ihr sowas verwendet. Habt. Wenn das Gerät angeschlossen ist und die Batterie vollgeladen ist, dann schaltet es sich einfach ab. Das heißt, auch wenn ihr einen Stromausfall habt oder sowas, müsst ihr auch mal schauen, wenn das Licht ausgeht in der Garage oder zu Hause, dann springt das Ding zwar wieder an, lädt aber wieder nur bei den CAN-Bus-Systemen auf 100% und schaltet sich dann wieder aus. Das heißt, ein Appell an alle Motorradfahrer da draußen. Wir hören es immer wieder. Oh, ich habe meine Batterie nicht geladen. Selber schuld. Ihr müsst heutzutage alle Batterien im Winter, wenn ihr nicht fahrt, laden. Das ist super, super, super wichtig. Gerade die alten Bleisäure-Akkus, die Fließbatterien und die Gelbatterien, die sulfatieren viel, viel, viel schneller, als ihr das von früher kennt. Früher war Silber verbaut in den Batterien. Das heißt, der Sulfatierungsprozess ist nicht so schnell fortgeschritten, wie es heutzutage einfach der Fall ist, weil kein Silber drin ist. Und von daher, auch gerade wenn ihr ein CAN-Bus-System habt, ausbauen die Batterie. Ja, ich weiß, das ist bei manchen Fahrzeugen eine Aufgabe von dem ganzen Tag, um überhaupt daran zu kommen. Danke, Ingenieure. Und das solltet ihr aber unbedingt machen. Wenn für euch die Saison durch ist, baut das Ding aus, irgendwo in einen gut temperierten Raum reinstellen und dann lasst ihr die Batterie bitte permanent den ganzen Winter auch dran. Echt wichtig, macht es bitte, weil ansonsten kauft ihr einmal im Jahr eine neue Batterie, was echt ja nicht sein muss unbedingt. Ne? Und wenn ihr keinen Bock habt, das Ding auszubauen, da gibt es natürlich im Lieferumfang hier so ein schönes Käbchen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, das irgendwo in der Garage im Fahrzeug zu laden, könnt ihr das hiermit machen. Das ist ein Batterieösenkabel, das ist auch zusätzlich nochmal mit einer Sicherung versehen und abgesichert dadurch. Und ihr könnt das hier über diesen Systemstecker einfach laden, ohne die Batterie auszubauen. Ihr könnt das Kabel natürlich auch das ganze Jahr im Fahrzeug drin lassen. Hier ist extra so ein schöner Proppen drauf, der das auch vor Spritzwasser und Staub und Dreck schützt, so dass ihr es einfach vernünftig verlegen könnt, dass ihr auch gut rankommt, ohne das Fahrzeug komplett zu zerlegen. Und dann könnt ihr das auch, wie gesagt, im Fahrzeug
drin lassen. Für alle die keinen Bock haben, das Ding rauszubauen. Ja, was natürlich ebenfalls enthalten ist, es sind natürlich unsere Krokodilklemmen mit am Start. Versteht sich von selbst, weil irgendwie muss man ja an die Batterie auch rankommen oder zumindest an die Pole auch rankommen. Na, nicht ganz unwichtig. Und ja, wie schon erwähnt, das Ding ist eine absolute Hightech-Maschine. Da ist eine Bedienungsanleitung drin. Und ja, für alle Kerle, ich bin selber so einer. Who the fuck reads the fucking manuals? Oh Gott, er hat es wirklich gesagt. Ja, ich habe es gesagt. Lest euch unbedingt die Bedienungsanleitung durch, weil viele Fehlerquellen, die entstehen, das liegt nicht an dem Gerät, sondern das liegt an uns meistens. Von daher, liest ihr einmal kurz durch die Bedienungsanleitung, guckt, was kann das Ding, wie muss ich es einstellen, um auch den gewünschten Effekt zu erzielen, den ihr erzielen wollt. Und zwar, die Batterie soll überleben. Wichtig, also reingucken. Was ich so am geilsten an diesem Gerät finde, ist einfach, es ist idiotensicher, sage ich. Es macht alles für euch, ob ihr jetzt 6 Volt oder 12 Volt Batterien anschließt. Es erkennt, wie erwähnt, was ist das überhaupt für eine Batterie. Das Ding kann sogar je nach Sulfatierungsprozess entsulfatieren und auch tiefenentladende Batterien, wenn der Entladungsgrad nicht ganz so krass ist, auch wieder zum Leben erwecken. Das macht es einfach vollautomatisch. Ihr könnt nicht mal, ich schließe das mal an. Ah, leuchtet. Batterie haben wir auch da. Ihr habt nicht mal die Möglichkeit, das falsch anzuschließen, weil wir machen mal hier, ne, rot mit schwarz, nicht gut. So, hier steht dann drauf, oben geht ein kleines Zeichen an. Ich komme mal wieder auf die Bedienungsanleitung drauf zurück. Da steht das nämlich drin, was es bedeutet. Hier zeigt es an, ist verpolt, ne? Also passiert nichts. Damit schrottet ihr auch nicht an die Batterie, was echt cool ist. Wie gesagt, das Ding macht einfach alles komplett vollautomatisch. Ihr habt eine Ladestandsanzeige natürlich dran. Hier passiert auch nichts, falls ihr davor Angst habt. Ladestandsanzeige ist mit dabei. Wie gesagt, connect und forget. Anschließen, weglaufen. Ne? Was ich persönlich einfach sehr, sehr cool finde. Wie gesagt, Bedienungsanleitung nochmal. Schaut, in welchen Modus ihr reingeht, was ihr für einen Typ habt. Das müsst ihr natürlich auch einstellen. Ist eine Standardbatterie? Ist es, ich guck mal hier so zur Seite, eine Lithiumbatterie etc. pp. Was wollt ihr damit machen? Das Gerät kann man auch wenn es nicht ganz so glücklich ist für diese Standardbatterien, unter kälteren Temperaturen einsetzen. Da schaut auch mal nach, wie gesagt, für die stinknormalen Bleisäure-Akkus, Gel-Batterien und Fließbatterien ist es eh nicht so glücklich. Auch Lithium-Batterien ist es nicht so glücklich, wenn es richtig kalt ist, irgendwo in einen kalten Raum zu laden. Weil die Lithium-Batterien, ihr erinnert euch an das Video über die Lithium-Batterien, die haben einen Wohlfühlbereich von 5 bis 35 Grad, alles was drunter ist, ist weniger gut. Das Beste ist halt wirklich, wenn ihr ein Haus habt oder einen Keller habt, der einigermaßen vernünftig temperiert ist und nicht unter 5 Grad fällt, dann macht es da oder macht es einfach in der Wohnung, da passiert ja nichts. Ja, unser Ladegerät. Es gibt noch ein bisschen Zubehör für das Ladegerät. Was wichtig für euch zu wissen ist, falls ihr eins von diesen Ladegeräten hattet, 600er, 1000er oder 4000er, das Zubehör ist nicht kompatibel mit dem 10.000er. Das ist wichtig zu wissen, falls ihr euch entscheiden solltet, wenn ihr die ganze Garage voller Autos, Motorräder, Aufsitzmäher habt oder sonst was, dass das Zubehör nicht kompatibel ist. Das müsst ihr euch für dieses neue Gerät neu anschaffen. Wie immer, was habt ihr für Erfahrungen gemacht mit euren Ladegeräten, mit den Batterien? Schreibt es wie immer unten in die Kommentare rein und haltet uns da mal auf dem Laufenden. Habt ihr vielleicht schon so einen ProCharger 10.000? Für was nutzt ihr den überhaupt? Was habt ihr da für Batterien dran? Vielleicht habt ihr auch irgendwie große Boote oder was der Geier, was ihr da alles dran hängt. Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare, würde uns interessieren. Wir verlinken euch natürlich das Produkt wie immer in der Beschreibung. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche Dienstag im nächsten Video. Haut rein. Ich muss immer an dieses Gift denken mit dem Mädchen, was du mal so guckst.